Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Heute möchte ich Ihnen eine spezielle Anwendung des Tektronix 2465B vorstellen, nämlich die kaskadierte Verstärkung. Das 2465B und auch andere der 24er Serie haben einen eingebauten Verstärker. Man muss ihn ein bisschen suchen. Und im Prinzip geht es darum, dass man den Ausgang eines Kanals auf den Eingang des anderen Kanals kaskadiert, also überlagert. Ich habe mal Folgendes gemacht. Auf Kanal 1, hier, und Kanal 2, sind zwei Kabel, BNC-Kabel angeschlossen. Auf dem Kanal 2 speise ich ein 2 Millivolt Signal vom Funktionsgenerator ein. Das sieht man hier. 2 Millivolt. Die Skala ist ebenfalls 2 Millivolt. So haben wir genau ein Häuschen ausgefüllt mit einem Sinussignal von einem Megahertz ungefähr. Dieser Kanal 2, den ich hier einspeise, hat hinten einen Ausgang, der ein Standardsignal liefert. Dieses Ausgangssignal speise ich nun auf Kanal 1 wieder ein. Und ich schalte jetzt um auf Kanal 1. Jetzt sieht man beide Kanäle. Den noch ein bisschen höher machen, damit das ein bisschen symmetrisch ist. Genau. Und jetzt sieht man, dass ich auf dem Kanal 1 ein um 10-fach höheres Signal habe. Die Skala ist beide Male auf beiden Kanälen 2 Millivolt. Und jetzt habe ich den 10-fachen Betrag. Das heißt, die 2 Millivolt wurden plötzlich um den Faktor 10 verstärkt. So kann man auch sehr kleine Signale sehr gut darstellen. Mein Funktionsgenerator gibt kein kleineres Signal als 2 Millivolt, aber man kann das durchaus mit einem Abschwächer zum Beispiel machen, damit man noch eindrücklicher sieht, wie man bis auf 200 Mikrovolt Ablenkung einstellen kann. Das zum Kaskadieren von zwei Kanälen mit dem Tektronix 2465B. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald wieder auf diesem Kanal.